Moin, ich bin der Stefan und ihr seid auf meinem YouTube-Kanal Deep Orange. In der heutigen Folge geht es darum, wie ich die ersten Roststellen beseitige und die gereinigten Komponenten wieder in das Fahrerhaus einbaue. Am Ende des Videos werde ich euch darüber informieren, mit welchen Mitteln ich den Rost beseitigt habe und näher auf die Produkte eingehen. Heute beschäftige ich mich damit, die Fahrerkabine etwas zu entrosten. Es sind leichte Rostspuren in den Eintrittsstufen zu erkennen. Um den Rost zu entfernen, werde ich hier eine dieser Fließscheiben mit einer Flex benutzen. In der Trittstufe der Fahrerseite hat sich der Rost schon weiter ausgebildet. Aber hier ist es zum Glück auch noch zu keiner Durchrostung gekommen. Das lässt sich alles noch in den Griff kriegen. Um den Rost umzuwandeln, werde ich dieses Produkt benutzen. Zunächst werde ich die Stelle jetzt mit Silikonentferner reinigen und danach den Rostkonverter auftragen. Mein Tipp, wenn ihr euch einen gebrauchten Transporter anschafft, guckt unbedingt unter der Trittstufe der Fahrerseite. Das ist die Schwachstelle von allen Transportern. Wenn die dort durchgerostet sind, habt ihr ein kleines bis mittelschweres Problem. Hier sieht man jetzt sehr schön, wie der Rostumwandler gearbeitet hat. Alle rostigen Stellen sind jetzt schön schwarz mit der Schutzschicht überzogen. Die Roststellen hatte ich ja schon bearbeitet, abgeschliffen, mit Rostumwandler behandelt und die Falze mit Overtrolöl schon behandelt, so dass da eine gewisse Grundkonservierung schon vorhanden ist. Jetzt, wie gesagt, werde ich das Ganze hier entfetten und mit dem Branto Curox dann streichen. Hier seht ihr das Ergebnis des ersten Anstriches. Ich werde die Trittstufen konservieren mit der Hohlraumversiegelung und ich werde das Innere der Türen mit Hohlraumversiegelung behandeln. Um die Hohlraumversiegelung aufzubringen, benutze ich die Druckbecherpistole mit so einem Lanzenaufsatz. Hier seht ihr den fertigen Bereich der Trittstufe, der zuletzt mit der Hohlraumversiegelung konserviert worden ist. Die Reinigung der Fahrgastzelle ist mir sehr gut gelungen. Der Bodenbelag, Trittstufe, Lenkrad und das Cockpit sind alles wieder sehr gut sauber geworden. Die Sitze habe ich gereinigt und repariert. Zum Ende des Ausbaus werde ich entscheiden, ob und wie ich die Sitze ersetzen werde.
Falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, wie der Wagen am Anfang aussah, zeige ich euch nochmal einen Ausschnitt. Hier zeige ich euch in einem Zeitraffer, wie ich die Ladefläche entrümpelt habe und, wenn alles auf einem Haufen liegt, wie viel Holz da zusammengekommen ist. Wie angekündigt, stelle ich euch jetzt die Produkte vor, mit denen ich gearbeitet habe. Um die Rotstellen am Transporter zu beseitigen, habe ich mit folgenden Produkten gearbeitet. Als erstes mit einem Rostkonverter, hier mit dem Produkt Convermi. Convermi dringt in den Rost ein und wandelt ihn in kurzer Zeit in einen stabilen Eisen-Tannin-Komplex um. Es entsteht an der Oberfläche eine geschlossene schwarze Schutzschicht, die das Weiterrosten verhindert. Die Verarbeitungstemperatur beträgt zwischen 5 und 35 Grad. Hier wird mit dem dazugehörigen Pinsel einfach die weißliche Flüssigkeit auf den Rost, der vorher mit einer Drahtbürste bearbeitet worden ist, aufgetragen. Für die Rostumwandlungen und das Trocknen benötigt das Produkt ca. 3 Stunden. Man kann auch hier in mehreren Schichten arbeiten, dabei ist darauf zu achten, hier nass in nass zu arbeiten. Nach dem Austrocknen ist Covermi sofort grundier- oder lackierbar, wobei das Auftragen einer guten Rostschutzgrundierung als erste Schutzschicht ratsam ist. Der Rostkonverter muss nicht abgewaschen werden und darf auch nicht an- oder abgeschliffen werden, da sonst die gebildete Schutzschicht wieder zerstört wird. Zur weiteren Rostversiegelung habe ich Overtrolöl benutzt. Overtrolöl dringt in den Rost ein und verdrängt Luft und Feuchtigkeit, sodass der Rost sich nicht weiter entfalten kann. Durch die hohe Kapillarwirkung dringt Overtrol tief in Falze und Risse ein. In der Regel benötigt man 1 bis 3 Anstriche in 10-minütigen Abstand. Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden ist Overtrol ausgehärtet und kann weiter bearbeitet werden. Die Bearbeitungstemperatur beträgt hier minus 10 bis 35 Grad Celsius, wobei natürlich tiefe Temperaturen die Kapillarwirkung beeinträchtigen. Verarbeitet werden kann Overtrol mit einem Pinsel, mit einer Walze, mit einer Druckbecherpistole oder jeder anderen Art von Sprühwerkzeugen. Beim Anstrich habe ich mich für Brandtox Corux Nitrofest entschieden. Dies ist eine hochwertige, matte Einkomponentenbeschichtung mit schneller Trocknung und hohem Korrosionsschutz. Ein zweimaliger Anstrich ist wetterfest, seewasser- und ölbeständig. Dabei braucht eine weitere Decklackierung nicht erfolgen, ist aber möglich. Da Corux jederzeit ohne Anschleifen mit sich selbst überlackierbar ist, eignet sich hervorragend für eine Schritt-für-Schritt-Restaurierung. Für großflächigen Gesamtlackierungen würde ich von diesem Lack abraten, da er dann eine sehr hohe Trocknungszeit hat. Bei den Schritt-für-Schritt-Lackierungen ist er bereits nach 6 Stunden grifftrocken und kann weiter bearbeitet werden. Dieser Lack kann auch noch mit einem 1 oder 2K Lack überstrichen werden. Beim 2-Komponenten-Lack ist allerdings auf die langen Trocknungszeiten zu achten. Die ideale Verarbeitungstemperatur ist plus 18 bis plus 25 Grad. Um Flächen hinter Verkleidungen oder Hohlräume zusätzlich zu schützen, habe ich mich für eine Hohlraumkonservierung auch aus dem Hause KSD entschieden.
Das Produkt ist lösungsmittelfrei und weist eine sehr gute Penetration auf. Aufgrund der nicht vorhandenen Lösungsmittel kann das Produkt nicht durch Austrocknen schrumpfen oder einreißen. Es bleibt immer noch ein bisschen restplastisch, sodass es auch leichte Verformungen mit aufnehmen kann. Da das Kaltfett lösungsmittelfrei ist, ist es auch sehr geruchsarm. Das Kaltfett muss nicht erst erwärmt werden, damit es verarbeitet werden kann. Es ist von Hause aus flüssig. Härtet allerdings mit der Zeit so weit aus, dass es nicht bei höheren Temperaturen wieder flüssig wird. Die optimale Verarbeitungstemperatur beträgt 10 bis 28 Grad. Den Link zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.